liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wieder in einer weiteren Folge. Und es ist im Auftrag des Königs. Ja, ich war in der, naja, ihr wisst das, habt das wahrscheinlich gesehen, letzte Woche. Und zwar in der Gruft der Paladine gab es ja auch ein Teleportplateau und hat mich hier irgendwo in die Berge gehauen. Apropos hauen, ich habe mir überlegt, dass ich mal statt dieser Drachenjägerrüstung mal auf die Golemschutzrüstung wechsel, weil da gibt es einen Schutz vor Schlägen. Und wieso soll das nur ausschließlich bei Golems oder Golemi oder wie sie alle heißen? Wieso sollte die ja nicht auch bei Trolle wirken? Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Da ist schon mal so einer, der macht hier voll die Breite. Also voll auf breit macht der. Das ist ja auch ein breites Teil. So, dann gehen wir mal ganz schnell ran. Oh, der hat mich geschlagen, der Heinz. Und mehrmals getroffen sogar. Aber ich bin schneller und schaut mal. Wusch. Da hat es ihn niedergelegt. Haha, klasse. Ein bisschen Blauflieder. Mal gucken, was gibst du denn? Oh, ich kann ihm das ganze Fell über die Ohren ziehen. Sehr schön. Speichern. Ja, hab noch ein bisschen was gegessen. Ja, jetzt kommt natürlich der schwarze Troll. Gucken, was denn er sagt. Oh, 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 oh. Das geht nicht. Der hat natürlich einen besseren Punch. Ja, diesen schwarzen Troll, den müssen wir doch irgendwie anders mal eliminieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, denke ich mal. Aber ich werde es dann raffen. Und zwar werde ich ihn mal mit einem Eispfeil, 30 Stück. Feuerpfeile habe ich so über 120, glaube ich. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir den irgendwie von da oben killen können. Ja, ja, ich mache hier voll die Breite. Drei Finger Fuß hier. Drei Finger hat er ja. So. Dann werden wir mal hier hoch. Gucken, bis wie weit er kommt. Ah, da ist er. Sehr schön. Bleibt da stehen. Er bleibt da stehen. Gut. Gehen wir näher ran für eine bessere Trefferchance. Und dann schauen wir mal, inwieweit er dann geschwächt werden kann. Und ich werde das mal dann raffen. Ja, dann werde ich doch mal versuchen, hier mit der Katana mal so ein bisschen. Nein! So, und noch ein paar Hiebe drauf. Ja. Oh, und geschafft. Die hat mich natürlich auch ein bisschen verletzt, aber das lässt sich verkraften. Noch ein bisschen was trinken tun. Schwupps. Und speichern. Da hinten ist nämlich noch ein Trollchen. Und den wollen wir auch mal in Popo bauen. Das ist ja so ein kleiner brauner Troll. Oh, okay. Los. Ah. Versucht natürlich Abstand zu kriegen, damit er besser ausholen kann. Mann. Gehen wir mal hier kurz hoch. Trinken eine Runde. Na, klappt doch. Er liegt jetzt da im Felsen rum. Ja, ich dachte, der rutscht da noch weg. Tut er aber nicht. Speichern. Ja, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen hier die Umgebung an. Hier scheint ein Weg runter zu gehen. Lauflieder. Aha. So, gucken wir mal. Oh, war das knapp. Nee, da geht's wohl nicht weiter. Schauen wir mal. Wir müssen ja alles mal hier mal kurz untersuchen. Nö. Dafür haben wir einen schönen Aussichtspunkt. Wo geht's denn hin? Aha, was sind da hinten? Das ist. Ach, das ist die. Das Sanatorium, hätte ich beinahe gesagt. Das, na, das Aste. Na, die Sternwarte. Die Sternwarte war's. Jo, also hier würde ich, glaube ich, nichts mehr dahinter vermuten. Ja, ich suche natürlich noch diesen Killian. Und eine Höhle und irgendwie weiteres. Ich finde aber nichts.
Das ist jetzt echt komisch. Mal gucken, erstmal hier abgrasen, ob hier noch was ist. Oh, hier voll ein auf Marathonläufer. Ah, hier ein bisschen Kräutergarten. Blauflieder, ist hier noch was? Ja, nur Blauflieder hier. Ja, das sieht wohl so aus, als würden wir hier nichts Großartiges finden. Irgendwelche Höhlen hier versteckt, kann ja sein. So, mal hier nochmal gucken. Quer rüber gehen. Ah. Oh, eine Sonnenaloe. Oh, was haben wir denn hier? Noch eine Sonnenaloe. Hallöchen. Noch eine. Ha! Also da, wo Trolle sind. Das wurde ja schon eindeutig geschrieben. Also Sonnenaloe, da wo Trolle sind, sind auch Sonnenaloe. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe da so eine Theorie, die Sonnenaloe, warum unbedingt bei Trollen? Was könnte die Herkunft sein? Was könnte jetzt so, ne? Wahrscheinlich haben die Trolle so eine schöne vielleicht haben sie so einen tollen Dünger, dass dann speziell nur die Sonnenaloe der wächst. Ne, also, die sieht ja auch aus wie so ein Kuhfladen. Tja, oh, ich war ja hier oben noch nicht. Sonnenaloe, das ist cool. So, Blaufliederches. Ja, interessante Theorie. Manchmal komme ich auf solche komischen Gedanken, um irgendwie eine Erklärung zu finden. Naja, es soll aber nichts heißen. Soll nur ein bisschen belustigend sein. Ja, das sieht hier nach... oh, stopp. Das sieht hier doch wirklich nach Dead End aus. Ich kann hier also nicht weiter. Deswegen gibt es ja auch den zweiten Teleport. Das zweite Teleport-Plateau hier, da drüben. Mal hier, ob hier noch was ist. Und ansonsten muss ich wieder rüber zum Paladin, zur Paladin-Gruft. Ja. Und mal speichern. Oder ich beame mich wohin? Und zwar zum Dandolo, den ich ja wohl zu Spencers Hütte geschickt habe. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, Corines Teleport, altes Wrack, Waldläufer. Moment mal, Teleport zum alten Waldläuferdorf. Gut, dann werden wir dich mal verwenden. Ich dachte, ich hätte Spencers Hütte Stein gehabt. Okay, das ist das Waldläuferdorf. So, Dandolo. Nicht trinken. Du bist Soldat. Ja, ach, ja, richtig. Mein Gott, ich bin so faul. Komm mit. Auf. Auf geht's. Ja, da oben will ich die Quest noch nicht anfangen. Auf Anraten von Admiral Tolvin. Na, überlegen wir nochmal. Ja, da habe ich mal kurz überlegt, was ich mache. Auf jeden Fall werde ich den Dandolo doch nochmal hier lassen. Warte, gut. Okay, Spencers Haus. Warte auf mich in Spencers Haus. Das ist ja das hier. Genau, richtig, da geht er wieder zurück. Und fällt mir noch ganz wie Schuppen aus den Haaren, Augen. Ich muss nochmal zum Ogersteinkreis zurück. Exaktement, hier gibt es nämlich viel zu kämpfen, bekämpfen. Und da ist der Ogersteinkreis. Ach, machen wir hier mal eben die... Die Scabby ist platt. Ach, shit. Hab wieder was vergessen. Wo kommen die? Kommen sie nicht. Denn wenn das passiert, dann muss ich auf jeden Fall mal den Ring der Geschwindigkeit mal wieder an- und ablegen. Und dann klappt das. Jawohl. Das war hart an der Kante. Ja, was ist denn mit euch los? Warum habt ihr so ein Herdenverhalten? Habt ihr Herdenverhalten oder was? Okay. Gut. Grasland-Scavies. Ich glaube, die werde ich mal im Off alle kaputt machen. Dann ist hier... Ja, das ist ja eigentlich dann ein Schlag nach dem Schlag. Ja, also das versteht sich von selber, dass es hier nichts Aufregendes gibt. Okay, bis dahin. Ja, Grasland Scavenger pflastern hier die ganze Wiese. Da hinten ist nämlich noch ein Troll.
Ich hoffe, dass ich den genauso easy wie die anderen Trolle wegmetzeln kann. Golem-Schutzrüstung. Mal kurz zwischenzeitlich speichern. Und weiter geht's. Schauen wir mal. Der ist ja hier noch mit dem Rücken zu mir. Na, das könnte wohl klappen. Na super. Puh. Herrlich. Super. Hat ja geklappt. So, da hinten sind ja noch andere Gestalten. Mal gucken, wie es die so halten. Kann ja schlecht sehen. Wie sind es denn? Oh, da sind doch ein paar. Das sind doch ein paar. Na, also mal gucken, wie schwierig die sind. Ah, Snapper, ja, okay. Die sind zu machen. Die sind zu machen. Okay, komm. Oh. Okay. Ach gut. Ich auch noch fertig. Da hinten sind noch drei. Und noch so ein Vieh? Was war denn jetzt wieder los? Das ist Shit. Da habe ich wieder mal nicht gescoutet. Das hört sich nach Waldgolem an. Ich hasse Waldgolems. Shit. Sollte ich mal speichern. Mist. Kommt der hier rum? Kletter doch mal hoch. Mein, wieso klettert der nicht hoch? Der kommt immer näher, der Waldgolem. Ach ja, okay. Das ist ein Waldgolem. Ja. Muss ich mal eben kurz mich wieder umziehen, weil ich habe den hier wieder an der Hacke. Ach ja. Und, ja, vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen was essen. Oh, nee, ne? Bisschen Fleisch. Ich bring mir das ein bisschen mehr ein. Oh, hoffentlich rutsche ich nicht vom Stein bei diesen Vibrationen. Speichere ich mal. Ja. Und vielleicht kann ich ihn ja durch ein bisschen Pfeile. Ne. Der läuft mir hier zu viel rum. Feuerpfeile hätte ich ja, aber die bringen ja nicht so viel und außerdem habe ich nicht so viel von den Feuerpfeilen. Da werde ich das hier auch mal raffen, bis ich diesen Waldgolem hier dann erledigt habe. So geschwächt hätte ich ihn jetzt mal. Jetzt versuche ich es auch einfach mal mit der Katana. Jawohl. Wunderbar. Naja, es gibt mal wieder ein bisschen Holz für die Hütte. Ja, abspeichern. Und mal wieder umziehen, wie immer. Und dann die nächsten. Mal hier, Heupflänzchen. Aber das kann ich später machen, weil ich habe hier nämlich noch ein paar Snapper. Wo sind sie? Da hinten. Ja, hier sind sie. Oder war hier noch ein Waldgolem? Nachher ist noch einer hier. Das wäre dull. Wäre sowas von dull. Ach komm. Nehme dich mal so. Und ihr nehmt mich auch so, wie ich bin. Und tschüss. Wunderbar. Ach, falsche Taste. Und noch den einen hier. Aber ein bisschen was trinken. Das hat mich doch ein bisschen was gekostet. Wunderbar. Lecker, lecker. So, auch das haben wir jetzt hier erstmal erledigt. Jetzt gucken wir noch mal hinten in den Bereich rein, ob es da irgendwie was gibt. Irgendeine Höhle oder sowas. Oder ich suche ja diesen Killian. Ups, hier ist was. Okay, bevor ich da reingehe. Aber ich muss noch was kurz loswerden. Und zwar folgendes. Ich habe ja hier direkt an meinem Fenster habe ich hier einen Baum stehen. Und
da gibt's Vögel. Und immer wenn ich meine Kopfhörer aufziehe, dann denke ich mir, Moment mal, ist das Mikrofon so empfindlich, dass es meine Vögel draußen vorm Baum auch noch mit aufnimmt? Das sind die gleichen Vogelstimmen. Okay, dann gucken wir mal, was sich hier befindet. Oh, ja, soll ich mal gleich mal meine Katana ziehen? Also wie schon gesagt, das ist interessant. Draußen die Vögel und hier in Gothic die gleiche Vogelsorte. Okay, gibt's Pilze, die werde ich nachher auflesen, weil ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Aha, Gobos. Gobo. Okay. Besondere Gobos oder was oder wie? Mhm. Krieger, gut, okay. Und einen schwarzen Goblin. Hacke, Fresse, Schädel. Ja, könnte man mal looten so ein bisschen. Ah, es gibt noch mehr. Herrgott, zack. Und von hinten hier. Und noch mehr. Hallo. Geht mir nicht auf die Säcke hier. Ich bin kitzelig. Bin nämlich kitzelig. So, welcher war denn nicht jetzt zu hier? Plündern. Noch der andere, war das der hier? Ja, genau, richtig. So. Oh, noch einer. Noch ein Krieger. Kommen die hier raus? Oh. Was ist das? Kann mir jemand erzählen, was das ist? Das ist ein Bluthund. Ach so. Gefährlicher Name, aber... ja, da war der Name doch irgendwie. Da ist nicht zu holen. Gefährlich. Jetzt gucke ich mal. Kletter ich mal hier rein. Let's have a look what it's... Ah, da ist noch einer. Gobo, kaputto. Nicht zu plündern. Ach, okay. Der Form halber mal den Ast. Ah, interessant, hier geht's rechts rum. Okay, das halt behalte ich mal im Hinterkopf. Und, oh, okay, Dunkelpilzchen. Was ist denn jetzt los? Wieder eine Weltwechselei. Okay. Die Höhle hat sich also nicht verändert. Mhm. Trotzdem gucke ich mal. Noch ein Bluthund. Mann, oh Mann. Wo geht's denn eigentlich? Oh, eine neue Natur. Schön. Ja, das wird wahrscheinlich immer noch Corines sein, weil, wie soll ich sagen, von der Map-Größe das wahrscheinlich aufgeteilt worden ist. Ich gehe wieder zurück. Aber vorher gucke ich mal, ob es noch hier was zu looten gibt. Denn das möchte ich doch gerne später in Angriff nehmen. Ich will erst noch mal wissen, was hier links oben noch mal für eine Geschichte war. Wollen noch mal die Dunkel- und die Butlerfleische hier sammeln. Und dann geht's wieder zurück. Sodela, dann ist ja gut. Also, kletter ich hier noch mal hoch. Weil ich möchte ja nichts auslassen. Jetzt hier oben noch was. Und, aha, ein Lagerfeuerchen und eine Truhe. Unverschlossen. Kohle, Pech, Erzbrocken und Schwefel. Gut. Dann nehmen wir uns das mal mit. Und dann geht's wieder raus. Ich denke mal Richtung Ogersteinkreis, wo ich ja eben war. Schwuppsdiwupps. Na, stimmt ja, hier gibt's ja noch ein bisschen Pilze. Bräuchte nämlich noch ein paar Mana-Punkte, damit ich ein paar gute Sprüche anlegen kann. So, sind wir wieder in der frischen Luft. Ja, in diesem Bereich haben wir geklärt. Jetzt rennen wir mal hier erstmal so rum. Einfach um zu gucken, ob es hier noch was gibt. Im Zickzack-Modus.
Fällt mir jetzt ein Witz ein? Nee, fällt mir keiner ein. Nur der Witz ist, dass da oben noch mehr Leute sind. Also Getier. Und zwar wieder ein paar Snebbe. Die es auch zu erledigen gilt. Muss mal. Warte mal. Gucken, ob was hier im Gebüsch rumkreucht und fleucht. Nein. Oh, da bin ich doch ein bisschen zu nah an dieser Snapper-Geschichte, an dieses Herde gekommen. Ah, mal gucken. Nee, das wird nichts. Scheiße! So, müssen wir uns wieder vorbereiten. Und zwar müssen wir mal wieder den Ring der Geschwindigkeit, da ist er, wieder an- und ablegen, sonst kann ich nicht rennen. Na? Ja. Gut, dann holen wir sie uns mal einzeln raus. Ich glaube, das kann ich dann auch getrost überspringen. Weil so schwierig sind die ja nicht. So, und jetzt. Komm, Galopp. Oh, das sind gleich mehrere. Die haben auch noch Herdenverhalten. Das geht ja wohl gar nicht. Hm. Welcher ist näher? Du bist näher. Okay. Ja, er kommt. Oder wenn ich ihn verletze, dass die anderen hergerufen werden? Nee, doch nicht. Gut. Ah, ich werde es überspringen, wenn ich das hier auf diese Methode mache. Also bis dann. So, das war das. Da liegen die anderen. Jetzt gehe ich nochmal hier kurz zurück an dem Standpunkt, wo ich aufgehört habe zu pflücken. Ungefähr hier. Also ich zeige das auch nur einmal, wenn ich nochmal hier hin muss. Dann werde ich natürlich auch wieder überspringen. Aber ich will trotzdem gucken und für die anderen nämlich auch einfach mal zeigen, ist hier was Besonderes oder nichts? Weil ich war ja selber auch noch nicht hier. Und so viel dazu. So, vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Höhle. Oder vielleicht sollte ich nochmal kurz scouten. Jep. Es geht natürlich noch weiter. Okay, da gibt es auch noch was. Erstmal hier diesen Bereich scouten. Also hier, das ist natürlich auch wieder ein herrliches Plateau. Eine schöne, schöne Landschaft. Eine weiträumige vor allem. Wobei ich echt nicht weiß, wo sind wir. Ach, da hinten ist der Ogersteinkreis. Ja. Und hier gibt es wieder Gestrüpp. Tja. Vielleicht sollte ich mal diesen Sound an Vogel Philipp schicken. Der mir sagen kann, was er für ein Vogel ist. Ja, Vogel Philipp, das ist über WhatsApp. Da kannst du die Vögel in deiner Umgebung aufnehmen, schickst sie hin und der sagt dir sofort, was das für ein Vogel ist. Das ist so ein Vogelprofi. Ein Vögelprofi. Was? Nein. Ja, der Vogel Philipp. Warum ist hier nichts? War das so, dass ich hier schon mal war oder was oder wie? Okay, hier ist eine eindeutige Grenze. Dann war ich hier schon mal. Und hier geht es auch wieder hoch. So an den Bergen hier irgendwie. Sehe ich aber keine Möglichkeit. Dann gehen wir hier rum. Hier ist auch... Yep. Schauen wir mal, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwie einen Spruch oder ein Buch oder irgendwas anderes Interessantes? Außer einen abgeknickten Baum. Okay, das sieht aus, als wäre hier nichts Besonderes. Ja, durch das Rennen übersieht man auch ziemlich viel. Jetzt gehen wir mal hier wieder links rum. Und zwar hier hin. Dass der keine Ausdauerreduzierung hat, könnte man eventuell noch... Naja, nee,
Finde ich nicht. Ich finde, er soll die ganze Zeit rennen. Ist ja Geschwindigkeit. Und das ist ja ein magischer Ring. Also wird er mich auch automatisch schön. Ups, eine Heilpflanze. Super. Automatisch auch so ausdauernd lassen. Das ist die logische Schlussfolgerung meinerseits. Ja. Okay. Dann brauchen wir nicht mehr weiter. Dann gehen wir Richtung Ogersteinkreis. Wieder zurück. Nein. Warum mache ich es denn immer so kompliziert? Ja. Hier hatten wir die vielen Spitzhacken für die Buddler gefunden. Ich speichere mal ab. Müsste mal überlegen, ob es hier nicht noch irgendwas gibt. Ogersteinkreis. Ich weiß, dass ich hier überall schon war. Und auch da unten irgendwo. Aber ich suche ja diesen blöden Kilian. Und ich habe irgendwas von einer Höhle gelesen. Kilians Höhle. War der Meinung, hier war ich auch schon. Vielleicht kann mir einer in den Kommentaren schreiben, wo ich denn Kilians Höhle finde, weil ich soll doch zu Kilian gehen. Ja, Admiral Tolwyn, ja, natürlich, klar. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wo ist denn Kilian? Wo ist er denn? Du hast ihn ja erwähnt. Aha, wenn es hier so viele Kräutertjes gibt, dann war ich hier noch gar nicht. Da qualmt es und dampft es verdächtig. Oh, ich bin auch schon wieder über die Zeit, so einigermaßen. Nein! Was ist jetzt? Ein Oger. Ach du liebes Bisschen. Eine Ogerhöhle. Interessant. Ja, dann werde ich mich jetzt verabschieden, weil ich weiß, ich kriege den eh nicht. Die sind gut, die Oger. Ja, sag ich doch. Okay. Mit dieser Endsequenz müsst ihr für diese Folge leben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, Anschauen. Gebt einen Daumen und schreibt einen Kommentar, ob ich auf dem richtigen Weg bin hierzu. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.